Die Schweizer können an diesem Sonntag ihren öffentlich-rechtlichen Rundfunk quasi per Volksabstimmung abschaffen. Die Zwangsgebühren seien nicht mehr zeitgemäß, der Apparat viel zu groß, viel zu teuer und das Programm viel zu schlecht. Das sind die Argumente der Gegner des Schweizer Systems. Es sind aber Argumente, die wir auch in Deutschland hören, wenn es um ARD und ZDF geht. Stimmen Sie? Das Thema bei Sandra Maischberger. Wozu brauchen wir noch ARD und ZDF? Unsere Gäste. Thomas Gottschalk, er will auf die Öffentlich-Rechtlichen nicht verzichten, ärgert sich aber über die Ideenlosigkeit der Programmmacher. Der WDR-Intendant Tom Buro verteidigt die ARD gegen Kritik. Wir gehen verantwortungsvoll mit dem Rundfunkbeitrag um und haben bereits erhebliche Sparmaßnahmen eingeleitet. Beatrix von Storch, die AfD-Fraktionsvizechefin, fordert die Abschaffung des Rundfunkbeitrags. Sie sagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein Relikt aus einer Zeit, als der Staat die Bürger autoritär erziehen wollte. Die Tagesthemenmoderatorin Pina Atalay weiß, dass die Nachrichtensendungen als Flaggschiff von ARD und ZDF unter verstärkter Beobachtung stehen. Deswegen müssen wir transparent und journalistisch sauber arbeiten. Georg Kofler, der Medienunternehmer, gründete einst Pro7 und sagt, der Rundfunkbeitrag ist viel zu teuer, weil ARD und ZDF aufgebläht und ineffizient sind. Und gleich zugeschaltet aus der Schweiz, der legendäre Kabarettist Emil Steinberger. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, brauchen wir noch ARD und ZDF, Thomas Gottschalk? Allein die Tatsache, dass wir im öffentlich-rechtlichen System über eine mögliche Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Systems diskutieren können, zeigt uns, dass wir es brauchen. Okay. Pina Atalay. Ja, wir brauchen den unabhängigen Journalismus und müssen tatsächlich die Möglichkeit haben, weiter so gut recherchieren zu können, wie wir es tun. Und deswegen möchte ich, dass es weitergeht. Frau von Storch. Nein, ich glaube eher nicht. Wir haben auch einen bunten Zeitungsmarkt. Keiner muss Zeitungen bezahlen, aber der Markt ist bunt und groß und deckt alles ab. Und ich denke, beim Fernsehen geht das auch. Das haben wir ja auch gesehen. Wir haben auch private Sender. Das funktioniert. Mhm. Herr Buro, Tom. Wir brauchen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk für unsere Kinder, für gewaltfreie, werbefreie Programme. Wir brauchen ihn für die Senioren, für Programme, die die lieben. Wir brauchen ihn für fiktionale Programme, für tolle regionale Vielfalt. Wir brauchen ihn für die vielen Hörfunksendungen, für die Kultur, für all das. Mhm. Und Herr Kofler? Wir brauchen ihn schon, aber nicht für 8 Milliarden Euro im Jahr Gebühren, nicht mit 22 Sendern, nicht mit über 60 Radioprogrammen. Das ist alles viel zu groß und atemberaubend ineffizient. Das werden wir alles vertiefen, wenn wir gleich anfangen, über Deutschland zu reden. Aber tatsächlich wollen wir erst am Anfang jetzt einmal in die Schweiz gehen, genauer gesagt nach Zürich. Also in der ganzen Schweiz wird am Sonntag in Wahrheit über die Gebühren abgestimmt, also über den Beitrag. Die Initiative, die das ins Leben gerufen hat, heißt No Billag. Das wäre in Deutschland so etwas wie No GEZ. Aber Experten sind sich einig, wenn das durchgeht, dann ist der öffentliche Rundfunk, rechtliche Rundfunk in der Schweiz am Ende. Jetzt hat sich in der Schweiz zu Wort gemeldet, der wahrscheinlich auch in Deutschland berühmteste Schweizer, der legendäre Kabarettist Emil Steinberger. Er ist jetzt in Zürich zugeschaltet. Guten Abend, Herr Steinberger. Grüezi, Frau Maischberger. Herr Steinberger, wie stimmen Sie ab oder haben Sie schon abgestimmt und wenn ja, wie? Ja, natürlich habe ich schon abgestimmt. Selbstverständlich bin ich dagegen. Das geht ja gar nicht. Vor allem, wenn ich denke, wieso eine solche Abstimmung zustande gekommen ist. Da hat man jetzt lesen können, dass in St. Gallen 5 Studenten bei einem Bier zusammen beschlossen haben, einfach die Fernsehgebühren abzuschaffen. Ja. Und wenn man die dann fragt, ja, und wie geht es denn weiter? Dann sagen die, ja, das wissen wir auch nicht. Wir wollen einfach keine Gebühren mehr zahlen. Wir wollen nur noch für das zahlen, was wir angucken. Ja, aber das geht doch nicht so. Es ist ja ein Auftrag vom Bundesrat, dass das Fernsehen wirklich kulturelle Beiträge, Sport, Unterhaltung, die Gesellschaft wiedergeben muss. Und das ist ein Auftrag, den kann man nicht einfach abschaffen. Man kann nicht einfach plötzlich von einem Jahr auf den anderen 10.000 Leute auf die Straße stellen. Und ihr wisst nicht einmal, wie das überhaupt weitergehen soll. Ja, dann sagen sie, ja, da kommen dann schon Private. Aha, da horchen wir natürlich auf.
Private? Ah, das braucht aber viel Geld, denn Sie wissen ja, wir sind ja viersprachig in der Schweiz. Also wir müssen alle Sprachen berücksichtigen. Und das tun wir auch. Wir haben ja drei Studios für jede Sprache und ein Zusatzstudio noch für Rätoromanisch auch noch. Also, ich muss ehrlich sagen, welcher private Sender würde das alles meistern? Das ist überhaupt nicht möglich. Mhm. Außer es käme ein Milliardär, der alles aufkaufen möchte und private Sender. Aber dann wäre es dann schon ein gefärbtes Fernsehen, politisch gefärbt. Und das wollen wir ja also wirklich nicht. Sonst sind wir ja wie in Italien bei Berlusconi zu Hause oder so. Geht nicht. Herr Steinberger, die vielen Menschen in Deutschland kennen Sie noch als Emil. Und der Emil, den ich als Kind kennengelernt habe, der hat sich immer gegen Obrigkeit, gegen Bürokratie lustig gemacht. Und jetzt mag es manche überraschen, dass Sie plötzlich für so ein bürokratisches Monster wie das Schweizer Fernsehen eintreten. Wie kommt das? Ja, das ist doch überhaupt kein bürokratisches Monster. Also wir profitieren doch alle von dieser Institution, die ja gewaltige Leistungen vollbringt. Also, und neutral vor allem, das ist uns ja auch wichtig. Aber als Monster betrachten wir das nicht, klar. Es ist natürlich für vier Sender das Geld. Wir haben dann vielleicht bekommen die mit diesen 350 Franken Jahresgebühr, die wir ab nächstes Jahr bezahlen müssen, bekommen wir einfach x Kanäle in jeder Sprache. Das ist doch einmalig. Mhm. Ist Und Ihnen das nicht zu viel Geld? Jetzt wollen Sie ja natürlich auch noch sagen, die 350, das ist also jeden Tag einen Franken fürs Fernsehen. Wenn ich zum Beispiel einen Musiktitel runterlade, bezahle ich sogar mehr als einen Franken und habe dann nur einen Musiktitel. Das wäre ein kleiner Vergleich. Nein, ich finde, und wenn es dann ärmere Leute gibt, die behindert sind oder sonst wie armengenössig sind, können die ein Gesuch einreichen und es gibt 800.000 Schweizer, die nicht den vollen Betrag bezahlen müssen. Das muss auch mal gesagt werden. Jetzt sagen die Initiatoren der No-Billag-Initiative, die werden auch gleich bei uns noch zu Wort kommen in einem Beitrag, die sagen, wir wollen ja gar nicht das abschaffen, wir wollen nur einfach, dass die Leute einfach nur für das zahlen, was sie wirklich auch sehen und eben nicht für all das, was sie gar nicht wollen. Und das finde ich halt einfach traurig. Wissen Sie, eine Gesellschaft braucht eine Kultur, eine allgemeine Kultur. Und wenn jeder jetzt nur noch seinen Sender einstellt, einer will nur Volksmusik, der andere will Pop und so weiter, einer will keine Diskussionen, sondern nur Unterhaltung haben. Ich muss ehrlich sagen, aus meiner Erinnerung, als wir damals vor 50 Jahren vielleicht einen Sender hatten, da war ich ab und zu so überrascht, weil ich auch andere Sendungen mithören musste, weil ich ja keine andere Wahl hatte. Aber was ich da alles gelernt habe, und wenn ich nur noch genau so gucke, ins Leben gucke, nur noch das sehen will, was mir gefällt und von allem anderen überhaupt nichts mehr hören will, das gibt keine guten Menschen, finde ich, keine interessanten Menschen. Denn die Kultur ist breit gefächert. Was passiert denn mit der Schweiz, Herr Steinberger, wenn jetzt diese No-Billag-Initiative am Sonntag nicht wie Sie mit Nein abgelehnt wird, sondern mit Ja angenommen wird? Wie wird sich die Schweiz dann Ihrer Meinung nach verändern? Ja, das ist eine gefährliche Situation. Denn wie ich am Anfang gesagt habe, nicht einmal die Initiatoren wissen, wie es dann weitergeht. Die sagen einfach, ja, dann werden dann schon wahrscheinlich Private das übernehmen. Und es ist ja so, dass dann der Bundesrat Konzessionen erteilen muss. Und wer bekommt dann eine Konzession? Der Meistbietende. Und wenn da finanzielle Leute dahinter sind, die das dann einfach an sich reißen können, weil sie Geld haben, ist das auch keine gute Angelegenheit.
Wir werden es sehen und danken einfach für den Moment. Nach Zürich herzlichen Dank, Emil Steinberger. Hat mich gefreut, Sie zu sehen. Die Initiatoren der Nobilag-Initiative kommen zu Wort, und zwar jetzt in einem Weltspiegel-Extra. Korrespondenten der ARD haben sich umgeschaut in allen möglichen europäischen Ländern und sich dort mit der Situation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beschäftigt. In dem Zusammenhang kommen jetzt auch natürlich noch in der Schweiz die zu Wort, die das gestartet haben, was uns bewegt. Der Weltspiegel-Extra hat den Titel unter Beschuss Medien in Europa. Und danach sehen wir uns hier wieder mit meinen Gästen und reden speziell über das, was in Deutschland ARD und ZDF bewegt. Bis gleich. So, und damit sind wir wieder zurück in Deutschland und bei der Situation des Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland. Das soll uns jetzt beschäftigen mit meinen Gästen. Pina Atalay ist da, Beatrix von Storch, Thomas Gottschalk, Tom Buro und Georg Kofler. Willkommen noch einmal. Ja, die Gebühren abschaffen, das sagen jetzt auch viele in Deutschland, weil sie sagen, warum soll ich etwas bezahlen, was ich zum Beispiel nicht nutze? Das ist ein Argument, das wir in den letzten Jahren, seitdem das umgestellt wurde, auf die Haushalte häufig gekommen ist. Warum sollen wir etwas bezahlen, was wir nicht nutzen, Thomas? Also ich zahle meine Rundfunk- und Fernsehgebühren ein bisschen so wie die Kirchensteuer, indem ich weiß, dass nicht alles davon so verwendet wird, wie ich mir das wünschen würde. Andererseits gebe ich mehr Geld für anderen Unsinn aus und sage, das ist eine Investition, die ich für richtig halte. Allerdings hätte ich gerne mehr Einfluss darauf, was mit diesem Geld gemacht wird. Mhm. Und diese Milliarden, die da zusammenkommen, halte ich auch nicht für optimal eingesetzt im öffentlich-rechtlichen Betrieb derzeit. Das werden wir vertiefen. Frau von Storch, Sie sind die Einzige in dieser Runde, die tatsächlich mal eine ganze Weile gar keine Gebühren gezahlt hat. Sie haben das System boykottiert, Sie sind dann gepfändet worden. Warum haben Sie sich zu diesem Schritt entschlossen? Ja, ich bin der Meinung, dass das Angebot freiwillig sein sollte, dass wenn wir öffentliche Aufgaben fördern wollen, Sie haben, Herr Buro, gerade gesprochen von Kultur vorhin, die gefördert werden soll. Wenn es solche öffentlichen Aufgaben gibt, dann bitte über die Steuer und über einen Haushalt, über den kontrolliert wird. Aber wir haben hier einen 8 Milliarden Euro Haushalt, der nicht kontrolliert ist. Da gibt es keinen demokratischen Einfluss. Ich kann die Intendanten, ich kann sie nicht abwählen. Ich kann keinen Einfluss nehmen auf das Programm der Bürger in seiner Gesamtheit. Ja, es gibt Rundfunkräte, wo mitgeredet wird, aber der Bürger hat keinen Einfluss auf das Programm. Es gibt keine Transparenz über die Kosten. Es gibt keinen Einfluss auf die Programme. Das alles halten wir nicht für richtig. Freiwillig mag es so sein. Wer freiwillig seinen Beitrag leistet, der mag das tun. Und wir sehen, dass es funktioniert. Wir sehen, dass es private Fernsehkanäle gibt. Wir haben einen Zeitungsmarkt, das habe ich vorhin schon gesagt, der bunt und groß ist, wo jeder das findet, was er haben möchte. Es geht ohne Zwang. Die Menschen sind bereit, für Leistungen zu zahlen. Und wenn es dann Angebote gibt, die sie dann nicht mehr gutieren, dann zahlen sie auch nicht mehr. Das ist dann so. Warum soll man denn nicht in Deutschland auch sagen, jeder zahlt einfach das tatsächlich, was er sehen will und für den Rest nicht? Weil es nicht funktioniert. Das hat ja die Kollegin in der Schweiz und die Schweizerin ja auch gesagt. Es gibt Leistungen, die von allen bezahlt werden, obwohl sie nicht alle nutzen. Also zum Beispiel Kinderlose zahlen auch Schulen mit, weil sie wissen, dass das für die Gesellschaft und für die Demokratie und für das ganze Gemeinwohl was Wichtiges ist. Und wenn Sie sagen, Steuern, Sie zahlen Steuern, über die Sie Einfluss haben. Das ist anders als bei den Gebühren, die gezahlt werden pro Haushalt, ohne dass ich Einfluss habe, was mit dem Geld passiert. Ich will nur einfach zu Protokoll geben, ich werde niemand unterbrechen. Ja? Also okay. Wenn mich jemand unterbricht, dann bin ich still. Wenn du willst, dass ich was sage, dann musst du... Wenn ich als Protokollführerin das jetzt sage, alles also, klar. Also, wenn ich das zu Ende... Sie haben gesagt, wir seien überhaupt nicht kontrolliert. Das Gegenteil ist der Fall. Zeigen Sie mir eine einzige Institution, einen Verband in Deutschland, der mehr kontrolliert ist als wir. Ich habe zwei Gremien, Aufsichtsgremien. Eins kontrolliert die Finanzen, ein anderes kontrolliert alle inhaltlichen Fragen. Und dieses Gremium, der Rundfunkrat, ist besetzt. Demokratischer geht's gar nicht. Die Politiker haben die Minderheit darin. Die Mehrheit sind plurale gesellschaftliche Gruppen. Jetzt kann man sich darüber streiten, sind da die Richtigen drin oder soll man das auch mal austauschen und rotieren. Aber das ist doch maximale Kontrolle. Also ich muss fast, unsere Aufgriffsschwelle ist 150.000 Euro. Das heißt, alles, was ab 150.000 Euro kostet, was wir im Programm zum Beispiel machen, legen wir mindestens zur Information schon mal dem Gremium vor. Und dann gibt es Aufgriffsschwellen, wo die Sachen vorher vorgelegt werden müssen. Da finden Sie nichts, da finden Sie keine Kommune und kein Bundesministerium, das so reguliert ist. Das muss ich einfach zurechtweisen hier. Und was kriegt man dafür und warum funktioniert es nicht, wenn man sich das rauspickt? Das ist ja die logische Frage, die sich stellt. So, genau. Weil
Sie haben ja gehört, was die Leute schon gesagt haben und gemault haben, als auf einmal das Kartellamt gesagt hat oder die Kartellgerichtsgebung hat gesagt, das geht nicht, dass nur ein Pay-TV-Sender alle Live-Spiele hat in der Bundesliga. Das muss aufgeteilt werden. Auf einmal mussten die Leute zwei Abos haben. Riesenaufstand. Natürlich zahlt der eine mal 10 Euro für dies oder auch mal 15 Euro für jenes. Aber wenn er sich nur noch das rausholt und für alles bezahlen muss, haben Sie diese Breite des Angebotes nicht mehr. Frau von Storch, in dem AfD-Programm steht, Sie wollen die Gebühren abschaffen. Wollen Sie denn das Öffentlich-Rechtliche abschaffen? Heißt es das? Wir würden gerne privat, also freiwillige Leistungen ermöglichen. Das heißt, jeder, der freiwillig zahlen will, soll es tun. Das Programm wird dann verschlüsselt. Mhm. Und das heißt, es kann nur noch der beziehen, der auch tatsächlich bezahlt. Und dann gleichzeitig aber auch ein Mitbestimmungsrecht für die Bürger, die bezahlen. Also sozusagen ein Bürgerfernsehen in dem Sinne. Und dann sind eben nicht mehr 8 Milliarden im Topf, vermutlich, weil nicht alle alles zahlen wollen. Dann wird das Ganze etwas eingedampft und relativiert oder etwas zurechtgestutzt. Mhm. Ich glaube, das ist dringend, auf jeden Fall dringend erforderlich. Und dann wird eben das, dann bezahlen die Leute das, was sie haben möchten. Und dann werden wir müssen noch über die Frage diskutieren, wir haben einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus einer Zeit, wo wir das Internet nicht hatten. Wir haben ein riesiges, großes Angebot inzwischen im Internet. Es mangelt uns doch wahrlich nicht an Unterhaltung. Es mangelt uns nicht an Angeboten. Also das heißt, hier wird etwas transportiert in eine neue Zeit. Ich sage, als das Automobil erfunden wurde, da sind die Postkutschen abgeschafft worden. Ja, und so ist das jetzt auch. Sie versuchen etwas zu erhalten, das über die Zeit möglicherweise die Zeit darüber hinweggegangen ist. Noch gibt es Quoten im Fernsehen, die sind fürs Öffentlich-Rechtliche und die Privaten pari-pari im Moment so im Marktanteil. Herr Kufler, Sie sind ja ein Pionier des Privatfernsehens. Sie haben erfunden Pro7 und N24 gegründet und haben Premiere als Chef geleitet. Sie waren immer schon ein bitterer Kämpfer gegen die Zwangsgebühren. Warum eigentlich? Ja, weil dadurch der faire Medienwettbewerb behindert und teilweise ausgeschlossen wird. Ja? Ich möchte mit denselben Waffen kämpfen dürfen. Ja? Und wenn ich einen so mächtigen und reichen Apparat wie den Öffentlich-Rechtlichen gegenübertreten muss, ja, dann bin ich als Privater einfach teilweise chancenlos. Ja? Das, wissen Sie, es geht ja, wir reden ja hier ein bisschen über Dosierung. Wir reden ja über die ordnungspolitische Frage, wollen wir eine Medienvielfalt haben, die im freien Wettbewerb vieler privater Medienunternehmen erbracht wird, ja? Oder muss da irgendwo eingegriffen werden? Also muss quasi in den marktwirtschaftlichen Wettbewerb eingegriffen werden, weil es ein Marktversagen gibt oder weil der private Wettbewerb nicht Programme hervorbringt, die, sagen wir mal, gesellschaftlich wünschenswert sind. Ja? Aber nach dem Subsidiaritätsprinzip muss erstmal dem freien Markt und dem freien Wettbewerb eine Chance gegeben werden. Und wenn man dann feststellt, oh, aha, da wird zu wenig Nachrichten, da wird zu wenig Kultur und so weiter gebracht, dann kann der Staat eingreifen und sozusagen ein staatswirtschaftliches Element in den marktwirtschaftlichen Wettbewerb einführen. Das ist jetzt mal die Theorie. Ja? Jetzt haben wir natürlich die Geschichte, es wurde schon erwähnt, ja, dass in den Urzeiten, sozusagen in den Saurierzeiten unserer Medienwelt, ja, ARD und ZDF gegründet wurden und aus den 50er, 60er, 70er Jahren stammt natürlich das heutige Konzept und die Vorgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Frage, ist das heute noch so angemessen bei der Medienvielfalt, die wir haben? Deswegen müssen wir ordnungspolitisch darüber diskutieren, über zwei Fragen, wenn ich noch schnell machen darf. Erstens, braucht es ARD und ZDF? Braucht es sozusagen ein Korrektiv zum marktwirtschaftlichen Wettbewerb? Und die Frage, in welcher Größe denn und zu welchem Preis? Ja. Machen wir alles, aber eins nach dem anderen. Thomas Gottschalk wollte sich einmischen? Nein, Größe und Preis, darüber muss man tatsächlich reden. Die Frage ist aber, was du gerade gesagt hast, der Wettbewerb, der Kampf mit den gleichen Waffen. Gerade das ist etwas, was ich den Öffentlich-Rechtlichen vorwerfe, dass sie sich in diesen Kampf begeben. Genau. Sie sollten mit einer gewissen Arroganz sagen, wir sind die Öffentlich-Rechtlichen, wir haben einen Auftrag. Und dann beginnt aber das Abkoppeln von der Quote. Dann beginnt diese ängstliche Abkoppelung von Zielgruppen, von diesen relevanten Zielgruppen. Und ich bin ja in der Wolle gefärbter öffentlich-rechtlicher Mitarbeiter. Ich habe allen Ernstes in meiner Radiozeit, habe ich jeden Tag die Auflasszeiten der Brieftauben
Glauben und den Segelflug-Wetterbericht verkündet, weil irgendjemand geglaubt hat, innerhalb dieser Gremien, das ist es, was die Nation braucht. Und diesen Irrsinn, wo man immer wieder gemerkt hat, diese Gremien, die eben keine Ahnung von Fernsehen haben, die keine Ahnung von Programm haben, die euch das Leben schwer machen, die habe ich doch in jeder Party, nach jeder Sendung erlebt. Herr Gottschalk, dann vielleicht ein Foto mit meiner Frau. Wissen Sie, ich bin im Fernsehrat. Ich habe vieles für Sie schon getan. Und das sind Lobbyisten. Der Vertreter der Kirche, dem geht es darum, dass das Hochamt am Sonntag um 10 übertragen wird und dass um 12 die Glocken läuten. Ja. Nichts anderes. Ja. Ja. Ich habe mich gegen Christenverfolgung beschwert, weil mich der Vertreter der Kirche, ich bin ein katholischer Ministrant gewesen, als ich einmal in meiner Wohllaunigkeit die Fronleichnamsprozession auf die Autobahn umleiten wollte in Bayern 3. Da wollte man mich entfernen wegen im Grunde, also wie Jeanne d'Arc sollte man mich da auf den Scheiterhaufen stellen. Das ist das, was ich verurteile. Der Einfluss von Gremien, die im Wesentlichen euch das Leben schwer machen und euch in irgendeine Form unter Druck setzen, quotentechnisch und so weiter. Das ist so ein bisschen wie die Inhaltsangabe der Sendung. Wir müssen alles vertiefen, wir haben aber auch die Zuschauer gefragt, die müssen auch zu Wort kommen. Aber erstmal Pina Atalay, wir sind noch bei dem Punkt, kann man eigentlich den Beitrag abschaffen, weil man könnte ja das alles anbieten, auch privat finanziert. Frau von Storch sagt das und Herr Kofler auch, die Leute können sich das dann holen, was sie brauchen. Und er hat ja bewiesen, ich sag's differenziert, freiwillig finanziert. Und er hat ja bewiesen, indem er auch Nachrichtenfernsehen gemacht hat, selbst das. Es gibt zwei Nachrichtensender in Deutschland und die sind beide privat finanziert. Wozu brauchen wir dann noch auch die Nachrichten von ARD und ZDF, wenn sie es auch am freien Markt finanziert bekommen? Es ist ja wunderbar, dass wir diese Vielfalt haben erstmal. Also ich finde es gut, dass der Zuschauer entscheiden kann, was schalte ich ein. Ja? Also er kann schauen, will ich Welt gucken oder will ich ARD oder ZDF gucken. Und die meisten entscheiden sich für beispielsweise die Tagesschau. Über 10 Millionen Zuschauer, so viele wie nie zuvor. Millionen gucken die Tagesthemen, entscheiden sich für das Informationsangebot der ARD. Und daran sieht man, dass das Interesse einfach da ist. Und wir können tatsächlich, auch wenn das immer wieder bestritten wird, unabhängiger agieren. Wir haben ein Korrespondentennetzwerk, das hat niemand anderes. Wir können wirklich, ich kann überall auf der Welt anrufen. Wenn ich irgendwas wissen will, abgelegene Gegend, ich rufe den Korrespondenten an und der sagt mir, was da gerade los ist. Auch für Deutschland. Ich kann im Studio Emsland anrufen, sagen, da ist gerade eine Geschichte, erzähl mir, was da los ist. Und dieses Pfund haben wir, das haben wir uns auch aufgebaut über die Jahre und über die Jahrzehnte. Und da glaube ich, ist es natürlich gut, dass es eine Konkurrenz gibt, belebt das Geschäft. Ja? Auch ich gucke, was die anderen machen, das ist so. Aber denke, dass wir da einfach nicht ersetzbar sind in dem Moment. Mhm. Nicht ersetzbar. Ja, ich möchte, ein, zwei Sachen muss ich zurechtweisen, weil Bitte? Es ist ein bisschen so eine Situation entstanden, wo alle kloppen auf dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das Wetter ist schlecht, auf einmal öffentlich-rechtliche Rundfunk und seine Gremien sind schuld. Was ist denn die Alternative zu der Überwachung und der Kontrolle, die wir haben? Die Alternative ist ja eigentlich, du hast eine Privatanstalt und die hat ihren Aufsichtsrat, ihre Aktien, die sagen Profit, 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 weil ich will Kohle machen, ich habe hier meine Aktienanteile. Da ist mir aber, muss ich sagen, die Zusammensetzung unserer Rundfunkräte in den ARD-Anstalten und im ZDF und Deutschlandradio wesentlich lieber. Ist das alles perfekt? Nein. Aber es stellt eine plurale Gesellschaft dar, die natürlich haben die Leute auch eigene Interessen. Eigentlich ist jeder, der in einem Aufsichtsgremium sitzt, nur dem Wohl der Firma oder der Anstalt verpflichtet, des Senders verpflichtet, ob in der Privatwirtschaft oder bei uns. Natürlich de facto, jeder Mensch hat seine Vorlieben und seine Abneigungen und er hat auch seine Interessen und das spielt natürlich mit rein. Deshalb ist die Welt nicht das Paradies. Mhm. Aber mir ist das lieber als eine Privatwirtschaft, wo es nur um den Profit geht. Aber das ist genau der Punkt, an dem ARD, ZDF, Öffentlich-Rechtliche überhaupt in den letzten Jahren stark kritisiert worden sind. Genau diese Frage, sind denn die dann das, was wir bezahlen, nämlich unabhängig? Es gab sehr viel Kritik im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise, im Zusammenhang aber auch schon mit Russland und der Krim. Wir haben Sie ja gebeten, uns zu sagen, was Sie stört an ARD und ZDF. Wir haben Sie gebeten, Videos einzuschicken, auf unserer Facebook-Seite zu posten. Und wir sind auch mit der Kamera auf die Straße gegangen und haben auch mal jetzt gezielt zusammengefasst Stimmen, die sagen, ihr seid nicht neutral. Bernd Tobel ist mein Name. Ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist meiner Meinung nach nicht ganz unparteiisch. Ich bin Christa Preissing und bin im Bereich der Bildungsforschung tätig. Also ich finde, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten also unersetzbar sind, um kritischen Journalismus also hier in der Bundesrepublik auch zu bewahren. Sebastian Haug, der ARD und ZDF grundsätzlich lobt, kritisiert per Mail,
Kommentare in der Tagesschau und in allen anderen Magazinen sind eine Frechheit beim staatlich finanzierten Rundfunk und nicht zumutbar. Einfach weil Maß und Mitte verloren gegangen ist und manche Parteien ungleich behandelt werden. Michaela Kleinweg schreibt uns: Mich stört am meisten an ARD und ZDF, dass nur noch gehetzt wird. Rund um die Uhr AfD, Trump, Putin und so weiter. Das hat überhaupt nichts mehr mit Neutralität zu tun. Mein Name ist Günther Tebben. Wenn man auf Gebühren verzichten will, auf die GEZ, wie will man dann einen Qualitätsjournalismus hinkriegen, der nicht nur auf hier Lügen beruht oder auch nur auf hier Fake News, sondern wo wirklich objektiv auch noch berichtet wird und nicht tendenziös? Mein Name ist Jonas Jung, ich komme aus Berlin und meine Frage lautet: Warum betreiben Sie von den Öffentlich-Rechtlichen permanent Propaganda zugunsten der offenen Grenzen und zur Massenmigration? Ihre Journalisten wirken nicht wie Nachrichtensprecher, sondern wie Pressesprecher der Grünen. Pina Atalay, das geht an den Bereich Nachrichten tatsächlich. Was antwortest du den jungen Mann, der sagt, eure Presse, eure Journalisten wirken wie Pressesprecher von den Grünen und ihr betreibt Propaganda für offene Grenzen? Also wir sind niemands Sprecher, wir sind Journalisten, die ein Handwerk gelernt haben. Und dieses Handwerk ist immer wichtig gewesen und wird zunehmend wichtiger. Auch wir müssen uns ab und zu hinterfragen. Ich finde es wichtig, sich auch mit diesen kritischen Stimmen auseinanderzusetzen, das auch ernst zu nehmen. Das schieben wir nicht weg, ich schiebe das nicht weg, ich höre mir das alles an. Ich habe für den NDR beispielsweise eine Doku gedreht, wo es genau um diese Themen ging, wo die auch uns face-to-face sagen konnten, das und das stört mich. Das finde ich sehr wichtig. Aber wie kommt ihr dahin, dass er sagt, ihr wirkt so, als ob ihr Propaganda macht? Ich kann mir vorstellen, dass gerade in dem Jahr 2015, als das eben mit der Flüchtlingsbewegung auch losging, dass wir auch vor einer Herausforderung standen. Das ganze Land stand vor einer Herausforderung, das war für uns auch neu. Ich möchte nur, dass die Leute auch wissen, dass ich da nicht bewusst stehe und sage, ich lenke das jetzt in die Richtung oder in die Richtung, sondern man muss auch selber erst mal gucken, was passiert hier eigentlich. Und wir haben mit bestem Gewissen jeden Tag versucht, das zu berichten, was wir da sahen und was wir von unseren Korrespondenten gehört haben. Und auch da war aber irgendwann zum Beispiel so Vorwürfe, ihr zeigt nur bestimmte Bilder, ihr zeigt nur Frauen und Kinder und nicht die vielen jungen Männer, die kommen. Genau. Nicht nur, es, aber sehr viel. Also es waren Frauen und Kinder dabei, das muss man sagen, die haben wir uns jetzt nicht irgendwo ausgedacht. Aber vielleicht war es anfangs auch tatsächlich so, weil es war wirklich etwas, womit wir auch erstmal konfrontiert werden mussten und wo wir uns auch erstmal sortieren mussten. Und das ist aber, das finde ich wichtig, dass wir uns hinterfragen, dass wir uns auch als Redaktion, wir sitzen wirklich täglich in mehreren Konferenzen und streiten uns und diskutieren, um rauszufinden, was ist richtig, welche Töne brauchen wir, wer muss noch zu Wort kommen. Ist das jetzt wirklich so, dass wir alle Seiten gehört haben? Und das versuchen wir wirklich jeden Tag. Frau von Storch, von Ihnen kommt häufig auch über Twitter der Vorwurf der Desinformation und auch der Propaganda. Wie begründen Sie das? Ja, Sie sehen, was in breiten Teilen die Debatte haben wir jetzt gerade in diesem Land. Wir haben den Eindruck, nicht objektiv informiert zu werden. Und das sagen nicht nur wir. Das hat das Otto-Brunner-Institut geprüft. Sie haben über nicht nur den Öffentlich-Rechtlichen, aber auch den Öffentlich-Rechtlichen geprüft, haben Tausende von Berichten sich angeguckt und stellen fest, es ist nicht objektiv informiert worden. Es wird parteiisch informiert. Es wird einseitig informiert. Ich sage nicht, dass es immer und überall der Fall ist, aber in der Breite ist die Wahrnehmung eben so, dass eben nicht objektiv Fakten und Nachrichten vermittelt werden. Es vermischen sich Kommentar und Information. Da sind die Grenzen absolut fließend. Ich fand im Weltspiegel, eben, den wir gerade gesehen haben, wirklich bezeichnend die Beispiele, die eben gerade aus Polen gebracht wurden, was in Polen Propaganda sei. Das war die Beschreibung und da haben Sie drei Beispiele, drei Schlagzeilen eingeblendet gehabt eben gerade, um zu belegen, das ist Propaganda in Polen, weil nämlich in Polen plötzlich sagen, wie souverän ist Polen noch? Deutschland und die EU strafen Polen ab. Das war eine Schlagzeile. Das ist eine Bezeichnung von Fakten gewesen und das wird hier als polnische Propaganda bezeichnet. Die ganze Berichterstattung über die EU, über den Brexit, über Trump, das ist alles in einem Ausmaß einseitig. Ich habe den Eindruck, das mögen manche nicht mehr sehen, weil sie ein bisschen betriebsblind geworden sind möglicherweise. Aber ich glaube, das ist fast nicht zu bestreiten. Und das lehnen die Menschen ab. Sie wollen objektiv informiert werden. Es gibt ein Bedürfnis nach objektiver Information, aber nicht nach dieser Einseitigkeit. Die liefern wir doch aber auch. Also ist es doch tatsächlich so, vermutlich gucken Sie doch auch die Tagesschau abends. Nein, vermutlich nicht. Auch nicht, wenn Sie da auftauchen. Nein,
Also ich, wer von uns guckt, sieht die Tagesschau? Aber Sie sind also, jetzt hier in der Sendung, das ist ja auch ein Zeichen des Vertrauens. Nein, das ist ja klar. Stimme. Also es gibt 6 Millionen AfD-Wähler, die auch Beiträge bezahlen. Die haben auch ein Anrecht darauf und natürlich nehme ich gerne eine Einladung an, wenn ich hier bin. Das ist gar keine Frage, aber ich gucke um 20 Uhr nicht die Tagesschau. Das Informationsbedürfnis steigt tatsächlich in diesen Zeiten, wo die Welt offensichtlich irgendwie doch ein bisschen mehr aus dem Fugen geraten ist, als sie es früher aber war. Aber die Frage, die ist ja sehr fundamental. Die Frage ist die, ob du ausschließen kannst, ob die Tagesschau und die Tagesthemen ausschließen können, dass die Kollegen, die da arbeiten, einfach auch das, was sie selber politisch denken, in die Berichte einfließen lassen. Wir sind ja nun alles Individuen. Wir sind da eine Redaktion, die aus Vielfalt besteht. Da sitzen ganz viele verschiedene Menschen. Ich kann von keinem sagen, der wählt die oder die Partei. Das weiß ich gar nicht. Das interessiert mich in dem Moment auch gar nicht. Wir haben ein journalistisches Handwerk und das wenden wir an. Wenn ich also ein Thema habe, sei es Trump, sei es irgendwas, was aus Russland, da gibt es ja die meiste Kritik passiert, da setzen wir uns dahin und uns ist es in den Tagesthemen wichtig, dass wir erklären, dass wir einordnen, erklären und dazu gehört, verschiedene Stimmen zu hören und der Zuschauer soll sich dann ein Bild machen, ob er das nun gut findet oder ob er das schlecht findet. Ich gebe ein Beispiel, was auch uns erreicht hat. Es gab einen Mordfall in Kandel in Rheinland-Pfalz. Ein minderjähriger afghanischer Flüchtling hat seine Ex-Freundin erstochen, umgebracht. Die Tagesschau hat darüber nicht berichtet. Und das wurde aufgegriffen in sozialen Medien und gesagt, ihr unterdrückt einfach Berichte, die euch nicht passen. Wurde am nächsten Tag berichtet. Da finde ich auch wichtig, dass wir tatsächlich auch als Nachrichten die Verantwortung haben, erstmal zu schauen, was ist da wirklich passiert. Ich kann mich nicht von den sozialen Netzwerken in dem Moment treiben lassen, wo es dann heißt, da hat ein Afghane ein deutsches Mädchen erstochen, ich muss erstmal die Fakten recherchieren. Und im ersten Moment ist es eine Beziehungstat, das passiert leider und das ist ganz grausam, sehr häufig in Deutschland tagtäglich. Und wir müssen einordnen, ist das jetzt was, was in die Tagesschau kommt, in die Tagesthemen kommt, oder nicht. Wir haben eben die Reporter vor Ort, mit denen wir reden und haben dann irgendwann gesagt, okay, das ist etwas, weil es war ein unbegleiteter Flüchtling, was die Menschen anders interessiert, als wäre es nicht ein unbegleiteter Flüchtling. Und so haben wir den nächsten Tag dann darüber berichtet. Aber uns muss auch zugestanden werden, finde ich, damit es seriös bleibt, wir brauchen auch ein wenig Zeit. Wir dürfen uns nicht treiben lassen. Ist der Vorwurf denn, Frau von Storch, tatsächlich der, dass die Politik bestimmt, was im öffentlich-rechtlichen Sender gesagt wird? Ich glaube, es ist nicht der unmittelbare, also wir sagen jetzt nicht, die Bundeskanzlerin entscheidet, was in dieser Sendung läuft. Das ist ja, das ist nicht der Fall. Aber es ist der Eindruck, dass eben die Objektivität mangelt und dass, wir sehen das an personellen Beispielen, man kann ganz schnell Regierungssprecher sein und dann Intendant werden beim Bayerischen Rundfunk oder umgekehrt, man kommt vom ZDF und wird Regierungssprecher. Die Grenzen, auch die personellen, sind da irgendwie schnell und fließend. Und ich habe das auch schon gesagt, man hat manchmal den Eindruck, das sind Regierungssprecher, die dort agieren und die Politik der Regierung versuchen darzustellen. Und wenn es heißt, in Polen wird dafür attackiert, dass hier die Regierungspolitik jetzt verbreitet wird und dass gegen die Opposition gearbeitet wird. Man kann aber nun wirklich, glaube ich, objektiv sagen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Prinzip die Aufgabe hat, auch die Regierung mit zu kontrollieren, wenn sie einen Auftrag hat, aber nicht nur gegen die Opposition zu agitieren. Und das können wir nun feststellen, das ist ja nun wirklich mannigfaltig gelaufen. Diese Nähe zwischen Politik und Rundfunk, zum Beispiel eben, einer war Regierungssprecher bei Edmund Stoiber und Angela Merkel ist jetzt BR-Intendant und der jetzige Regierungssprecher kommt vom ZDF. Ist das ein Problem? Ich sehe das nicht als Problem. Natürlich gibt es diese, es gibt immer so. Weil es heißt nicht ja Staatsfunk, nur, ja, Vorwurf? Ja, jetzt gucken wir uns doch mal die Zeitungslandschaft an oder andere Sender. Das ist doch in der Regel die Meinung des Verlegers. Also es gab ja mal in den 60er, 70er Jahren von der APO den Spruch, Pressefreiheit ist die Freiheit von 15 Verlegerfamilien, ihre Meinung abzudrucken. Ja? Da ist mir der öffentlich-rechtliche Rundfunk... Aber das ist aber schon das hat eine damals, längst überholte altlinke Theorie. Und genauso ist aber längst überholt das Zerrbild, was Sie vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk zeichnen. Mhm. Ich garantiere Ihnen, im journalistischen Bereich arbeiten die Leute hart und fragen sich auch selbstkritisch, zum Beispiel nach der Silvesternacht. Mhm. Mensch, haben wir da was übersehen? Waren wir vielleicht wirklich auf einem Auge blind, ohne dass wir manipulieren wollten. Und das Gleiche gilt, kann ich sagen, von allen Bereichen, ob das die Leute, die Kinderfernsehen machen oder die Tatorte machen, da sind wirklich hochqualifizierte Leute, die wollen das beste Drehbuch, die beste Besetzung und die wollen was Wertvolles für die Gesellschaft geben. Ja. Wenn wir wirklich so regierungsunkritisch wären, würden doch goldene Zeiten für Sie anbrechen, Frau von Storch, denn Ihre Partei wächst ja, zumindest in einigen Bundesländern, dann müssten Sie ja dann demnächst auf mehr Einfluss hoffen. Aber das ist nicht der Fall, weil da sitzen unabhängige Kolleginnen und Kollegen, die machen nicht alles richtig, auch Intendanten machen nicht alles richtig, aber gucken Sie sich an, was in den Ländern passiert, wo, das haben wir ja gesehen, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk geschwächt worden ist. Ja. Das ist meistens immer
begleitet von einem Trommelfeuer gegen andere Institutionen der Gesellschaft, gegenüber der Justiz, dem Parlament und anderen Sachen. Ich will nicht, dass wir so landen, dass ein Mann, ein Medienmogul das ganze Land dominiert. Ich finde, da ist mir unser System bei allen Schwächen wesentlich lieber. Noch ein Satz. Ich habe nie was Schlechtes über die private Konkurrenz gesagt, weil ich finde, auch Profit muss sein. Und ich finde das absolut. Danke für die. Nein, absolut. Ja, das duale System. Sonst wird nämlich die Marktwirtschaft relativ schnell den Bach runter. Das duale System hat uns auch besser gemacht. Ja. Ich habe Chancen gekriegt, weil wir waren etwas träge. In den 80er Jahren ihr dann kam. Es hat euch besser und größer gemacht. Ne, es hat uns besser und dynamischer gemacht, auch schlanker. Und ich glaube aber, wir machen sie, den Kommerzfunk, auch besser. Ja. Weil sie können nicht ein bestimmtes Niveau unterschreiten. Die deutsche Öffentlichkeit ist ein Qualitätsniveau. Das Thema ist aber die politische Einflussnahme auf den öffentlich-rechtlichen. Und das ist ein wichtiges Thema. Und deswegen möchte ich es nicht wegdrücken. Ja. Ich sitze natürlich hier als ehemaliger Unterhalter und jemandem, den sozusagen die Masse, die Quote, der Erfolg wichtig ist. Ich glaube nicht, dass die Großteil der Bevölkerung gegen das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist, weil sie sich von ihm desinformiert fühlen. Sondern die Frage ist doch, kriegen wir das, was wir für unsere Gebühren wollen? Und mein 25-jähriger Sohn, der sagt nicht, ich fühle mich in den Tagesthemen oder in der Tagesschau missinformiert. Ja. Der sagt, die bieten mir nichts. Der guckt das doch nicht. Der guckt das nicht. Also der sagt nicht. Das ist aber ein anderes Argument jetzt. Ja, aber ich meine, wenn wir die Diskussion sehr politisch führen, dann kann ich hier sitzen und gut aussehen. Aber grundsätzlich ist es doch auch einfach ein Anliegen eines Fernsehmachers zu sagen, wir wollen gesehen werden, die Öffentlich-Rechtlichen wollen Erfolg haben. Und ihr wollt auch Erfolg haben, also wenn ich dich jetzt mal auf der Privaten. Und das ist doch die Auseinandersetzung. Die Frage ist nur, wie Erfolg gemessen wird und bewertet. Ihr dürft aber trotzdem... dann macht eure Politik. Ich möchte es nur abbinden, weil es ist ja schon so, ich würde es gerne einfach zu Ende bringen mit einer Umfrage, die der Spiegel publiziert hat, jetzt im Februar. 20% der Menschen glauben, Medien und Politik gehen Hand in Hand, um die Bevölkerungsmeinung zu manipulieren. 20%. Das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig und wie gesagt, ganz wichtig, ernst nehmen. Aber ich kann hier tatsächlich sagen, mich hat noch nie irgendwer angerufen im Büro. Mich ruft niemand an und sagt, du musst das und das machen. Es gibt keinen Chefredakteur, der mir vorschreibt, was ich zu sagen oder nicht zu sagen habe. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie das entstanden ist, dass die Menschen denken, dass wir tatsächlich so nah beieinander sind. Es kommt ja auch immer der Vorwurf, dass wir alle irgendwie sehr ähnliche Biografien haben, dass wir abends immer mit dem Politiker irgendwo im Restaurant sitzen und Wein trinken, tue ich nicht. Ich sitze mit meiner Familie zu Hause und gucke auch fern. Ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass es andere Biografien gibt. Ich bin ein Arbeiterkind, das nicht studiert hat und das trotzdem die Tagesthemen moderieren darf. Ich möchte wirklich wissen, woher dieser Vorwurf kommt, aber ich kann sagen, es gibt diese Verbindung nicht. Und natürlich ist das so, dass wenn man uns immer mit den Politikern sieht, wir interviewen sie, ja, ich stehe da und frage diesen Interviewpartner kritisch nach, dass da die Leute dann auch sagen, das ist doch deine Meinung, du vertrittst ja deine Meinung, sage ich, nein, stopp, ich bin der Gegenpart. So, aber die AfD sitzt jetzt im Rundfunkrat. Stimmt. Das heißt also, nimmt sie Einfluss auf das Programm? Nimmt der Rundfunkrat Einfluss auf das Programm? Also der Rundfunkrat hat eine, das ist ganz wichtig, eine nachgelagerte Kontrolle. Das heißt, niemand kann Einfluss nehmen auf das, was gesendet wird oder nicht gesendet wird. Aber natürlich, es gibt Programmbeschwerden hinterher oder der Rundfunkrat kann auch von sich aus sagen, das fand ich nicht gut, ich fand das parteiisch. Aber es ist nicht eine Einflussnahme möglich im Vorhinein, also das wäre Zensur. Darf ich einen Satz nur sagen? Bitte. Die Vorwahl, wir tun so, als wenn das nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beträfe. Es gibt zwei Vorbehalte gegenüber Journalismus, die sind so alt wie das Nachrichtenwesen und als die Menschen Nachrichten getrommelt haben, war das schon. Vorwurf Nummer eins, ihr seid voreingenommen. Das gibt es gegenüber Zeitungen, gegenüber allen Medien, solange es Medien gibt. Immer dieses, sagen die mir wirklich alles, das ist, ist ein Verdacht, den die Menschen haben. Das zweite ist, ihr seid zu negativ. Ihr berichtet immer nur das Negative. An dem zweiten ist ein bisschen dran. Wir sind wirklich, und viele Journalisten vor allen Dingen sind ein bisschen misanthropisch. An dem ersten, da kann man nur sagen, durch immer neues Arbeiten kann man dagegenhalten. Ja. So. Frau von Storch, Politik geschlossen oder haben Sie noch eine Anmerkung? Sonst würden wir weitergehen. Politik geschlossen. Also das Thema, Ja, die Einflussnahme sozusagen, die funktioniert nicht durch Ansage, aber schon das Wording. Sie benutzen, es sind die Eurohasser, es sind die Rechtspopulisten. Es wird immer ein Framing sozusagen reingeht, damit die Leute schon mal gleich das denken, was sie bitte denken sollen, wenn sie hören, dass da jemand für den Brexit ist. Die Leute, die für den Brexit sind, sind keine Eurohasser, sondern die wollen vielleicht das Europa so, wie wir das auch wollen, als ein Europa souveräner Demokratien und nicht als die immer enger werdende Union. Das heißt, da wird immer so ein Zusatz gemacht, damit das Denken in eine bestimmte Richtung geht. Wo ist denn immer?
Also Eurohasser, das Wort würde ich jetzt nicht, wenn es um den Brexit geht, nicht benutzen. Die rechtspopulistische AfD. Mhm. Ja, das geht jetzt vielleicht langsam, geht das raus, aber Sie haben das, bis wir drin waren, wurde das immer dazu gesagt. Warum? Wir sind eine ganz normale Partei, eine junge Partei, die jetzt in den Parlamenten ist, die bestimmte Themen jetzt aufgegriffen hat und so weiter. Es wird immer ein Denkkorsett gleich mitgeliefert. Und das braucht es nicht, wenn man informieren will. Wenn man ein Denken leiten will, dann braucht es das. Kommt immer darauf an, wen man fragt. Also das Wort Zwangsgebühr und Staatsfernsehen sind auch Kampfbegriffe, wo ich sagen würde, das ist nicht gerade der Höhepunkt der Neutralität, sondern damit wollen Sie politisch was bezwecken. Ja, der Unterschied zwischen mir und Ihnen ist, dass ich Politik mache und Sie mit unseren Gebühren, mit den Zwangsgebühren im Fernsehen machen. Das ist etwas anderes, wenn ein Politiker etwas sagt, als wenn das staatlich finanzierte, dann doch staatlich finanzierte Fernsehen sowas macht. Wenn Sie was sagen, ist es was ganz anderes. Sie müssen neutral sein. Ich mache Politik. Und wir sind beim Geld. Wir sind beim Geld tatsächlich der große Kritikpunkt. Das ist ein Thema, das unsere Zuschauer sehr stark beschäftigt hat. Wir haben sehr viele Zuschriften bekommen. Es haben uns auch immer wieder dann auch Videos erreicht. Und das ist ein Ausschnitt dessen, was wir bekommen haben. Mein Name ist Bertel aus Leipzig. Ich würde gern wissen, wann es bei ARD und ZDF mal zu einem nachvollziehbaren Gehaltssystem kommt, denn sechsstellige Jahresentgelte für Nachrichtensprecher und Moderatoren sind nicht mehr zeitgemäß und auch dem Gebührenzahler nicht vermittelbar. Mein Name ist Frau Biskup und ich wünschte mir bei den Öffentlich-Rechtlichen mehr Transparenz, dass man sagt, wo gehen die Gelder hin, was wird da finanziert, weil das Fernsehprogramm dann doch nicht jetzt so ist, wo man jetzt sagt, ey, das kostet jetzt Masse. Roberto Rodriguez schreibt, Sie könnten mal klären, warum Millionen in Altersvorsorge und Pension gesteckt werden. Betriebliche Altersvorsorge bezahlt man ja eigentlich vom Lohn. Dann sollen wir privat vorsorgen, aber bei den Öffentlich-Rechtlichen verschwinden da Millionen für Rentner? Der Student Karl-Ulrich Brodjanak kritisiert die Gehälter vieler Moderatoren als völlig absurd und in keiner Weise zu rechtfertigen. Das gelte auch für Intendanten wie Herrn Tom Buro, ca. 400.000 Euro, Frau Carola Wille, ca. 300.000, Herrn Lutz Marmor, ca. 350.000, Herrn Ulrich Wilhelm, ca. 370.000 Euro. Ich könnte noch lange weitermachen. Vielleicht mal ein Vergleich. Ein BGH-Richter verdient ca. 126.000 Euro. So, tatsächlich hat uns eine Frage in Varianten erreicht und die heißt, warum verdient der WDR-Intendant mehr als die Kanzlerin? Ja, die Frage kann man stellen, die ist legitim. Ich kann dazu sagen, man kann immer Leute finden, die sagen, ja, das müsste auf jeden Fall weniger sein. Man kann sagen, dass Leute sagen, ja, das müsste eigentlich mehr sein oder ist der Verantwortung nicht gemäß. Wir haben einen großen Unterschied, glaube ich, zu dem, was sich im Kommerzfunk tut. Im Kommerzfunk werden Millionengehälter bezahlt, die werden nicht offengelegt. Bei uns haben wir Gehälter, die sich in einem Rahmen abspielen, der vertretbar ist und der nicht von uns festgelegt wird. Genauso wenig wie die Kanzlerin wegen des Geldes Kanzlerin geworden ist, sondern weil sie die Aufgabe angenommen hat, kann ich sagen, für alle Intendantenkollegen, die ja für tausende Mitarbeiter und für Budgets Verantwortung haben, die sind das nicht geworden und ich bin es auch nicht geworden. Ich habe noch nie irgendwas wegen des Geldes gemacht. Das ist ein Gehalt, das festgelegt ist. Man geht da rein. Ich habe übrigens einen Cut meines. Sie wollen es aber nicht runterverhandeln. Ich habe es doch. Ich habe gleich, als ich eingestiegen bin in meinen Job, habe ich einen Cut meines Gehaltes, also meiner Einkünfte insgesamt. Eine Höchstbemessung sozusagen. Nee, ich habe keine Höchstbemessung, sondern ich habe einfach weniger als das, was vorher. Ja. Weniger als vorher. Der Gesamteinkünfte. Und ich habe. Ich bin also der Meinung, dass man das absolut transparent diskutieren kann. Das, was die Kollegen sagen und die Bürger auf der Straße, absolut legitim. Mhm. Kann man diskutieren. Wir machen es transparent. Im WDR ist es seit knapp 10 Jahren jedes Jahr im Geschäftsbericht. Übrigens inzwischen von allen, auch von den Direktoren. Auch inklusive der Pensionen? Alles drin. Ist alles drin. Ja, Pensionen sind auch drin. Warum fragen Sie denn, Herr Kufler? Bitte? Warum fragen Sie denn, Herr Kufler? Weil im richtigen Leben man schon mal eine Million verdienen kann, aber da ist man eben nicht abgesichert. Das ist ja der riesengroße Unterschied zwischen Privatwirtschaft und öffentlich-rechtlichem Fernsehen, ja, dass Sie hier quasi auf Lebenszeit unkündbar sind und bis ans Ende Ihrer Leben mit einer Luxuspension noch verwöhnt werden und das auf Zwangsgebühren machen. Das hört sich sehr gut an, aber ich muss Sie ja nur berichtigen. Ja. Die Intendantenverträge jedenfalls und auch Moderatorenverträge,
sind immer auf Zeit oder Projekt gebunden. Dies ist keine lebenslange Absicherung, Punkt 1. Aber und Sie Punkt können zwei, nicht gekündigt werden. Wenn Punkt Sie nicht weiter im Land sind, dann werden Sie was anderes. Man hat, das, sagen, das können Sie von, das ist das doch sind die sogenannten weißen Elefanten, nein, die wir bei ARD und ZDF dutzenderweise rumlaufen, die noch ein riesiges Gehalt haben, nicht mehr reinpassen. Ich war ja mal beim österreichischen Rundfunk. Aber das stimmt, ich habe 29 dort gekündigt, obwohl mir der Personalchef gesagt hat, Kofler, das gibt es doch gar nicht. Sie haben Pension ab, Sie kriegen das gleiche Gehalt. Ich sage Ihnen, warum Sie gekündigt haben. Sie wollten Millionär werden. Das ist ja genau, völlig in Ordnung. Genau. Sie sind Millionär geworden. Ich gönne es Ihnen. Und Ihr Nachfolger, ja, der Ebeling, hatte mal 70 Millionen Bonus gekriegt. Das ist auch alles wunderbar. Aber mit eigenem Risiko, junger Freund. Ja, aber bei Ihnen sind diese 70 Millionen, die da auf einmal als Bonus gezahlt werden, durch Zufall in der Presse. Bei uns ist alles im aber Geschäftsbericht. Bei der Aktiengesellschaft, bei Aktien, alles im trennen zwischen privat und staatlich finanziert. Ja, deshalb das sind genau verschiedene Dinge. Deshalb sage ich auch, ich neide ihm das nicht. Soll man nicht so tun, als wenn, das, wenn man einen Jahresvertrag hat oder einen 5-Jahres- oder einen 3-Jahres-Vertrag oder einen Projektvertrag für eine bestimmte Sendung wie die Moderatoren, dass die dann sozusagen das aber als Garantie für ihr Leben haben. Nein, Holm, ich unterschreibe ja die Sie das nochmal. Sie haben Milliarden auf der Bank, der öffentlichen Rechnung, damit Sie die Altersvorsorge Ihres Heeres an Rundfunkbeamten bezahlen können. Das bis zum Ende Ihres Lebens. Wollen Sie, eine ernsthafte Antwort oder wollen Sie nur dagegen polemisieren? Wir haben gerade nach 4 Jahren Verhandlungen mit den Gewerkschaften den Tarifvertrag geändert und haben die Altersversorgung gekürzt. Für alle, auch für mich, aber auch für jeden anderen, jeden für die Kabelträger, für die Kameraleute, für jeden, der hier arbeitet. Die haben sich, als sie eingestiegen sind, eigentlich darauf verlassen, dass sie vielleicht nicht so viel verdienen, wie sie in der freien Wirtschaft verdienen könnten, aber dass sie dafür eine Altersversorgung haben. So, und jetzt kommt mitten in dem, mussten die Gewerkschaften hingehen und ihren Mitgliedern verklickern, pass auf, auch wenn du schon aktiver Rentner bist, du hast dich darauf verlassen und kannst jetzt nichts mehr dazu verdienen, weil du jetzt schon zu alt bist dafür. Aber wir machen hier eine Kürzung, weil das ist so. Das nehmt ihr gar nicht wahr. Doch, wir sind ich am Sparen. Ich habe beim WDR unter Schmerz, da kann hier jeder, der hier hinter und vor der Kamera ist, bezeugen, einen Sparkurs angefangen. Wir bauen 500 Planstellen ab. 500 Planstellen bis 2020. Das hat es noch nie gegeben in keiner Anstalt. Wir geben 2020 100 Millionen Euro pro Jahr weniger aus als 2014. Also ohne dass die Leistungen für Sie, für Zuschauer, wirklich gehört sind. Das ist Beispiel. Das nehmen Sie gar nicht wahr, weil Sie immer nur Druck, Sie kloppen immer nur drauf. Ich gönne Ihnen Ihre Millionen, aber bitte nehmen Sie zur Kenntnis, wir haben bei wesentlich weniger Gehältern als in der freien Wirtschaft sehr hart arbeitende Leute. Wir sitzen nicht da und überlegen, wie wir Geld ausgeben können. Wir überlegen, wie wir die Menschen bereichern können mit dem, was wir tun, mit Leidenschaft. Ich habe eine Frage. Das ist ein tolles Plädoyer, ja. Aber wir müssen die Systemfrage stellen. Ja. Ob Sie mit 8 Milliarden Euro einen öffentlich-rechtlichen Grundversorgungsauftrag wahrnehmen und das mit 22 Fernsehsendern und über 60 Radiosendern und sich so riesig in den Wettbewerb reinsetzen, dass für die anderen einfach so viel weniger das Platz ist aber der nächste aber Punkt. Ich habe jetzt eine Frage. Aber die Frage Markt zuerst kam und dann wir irgendwo da reinpassen müssen. Ja, ich meine, wir haben ein marktwirtschaftliches Ordnungsmodell und kein staatswirtschaftliches Ordnungsmodell. Die Bundesrepublik ist entstanden nach einer Diktatur. Und dann hat man gesagt, wir wollen nicht mehr ein Propaganda-Instrument, was missbraucht werden kann, sondern wir wollen auf Länder verteilt, wollen wir ein dezentrales Mediensystem. So ist die ARD entstanden. Aber zu den Herren müssen bitte auch einmal Frau von Storch und dann auch noch die anderen Gäste vielleicht zu Wort kommen lassen. Also, Sie hatten eine Anmerkung? Wenn wir eine Kommission hätten zur Feststellung des Finanzbedarfs von deutschen Rentnern, dann würde da möglicherweise herauskommen, dass die deutsche Rente im Schnitt ein bisschen niedrig ist. Nur haben wir diese Kommission nicht. Wir haben sie aber zur Feststellung des Finanzbedarfs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und wenn die feststellen, dass Geld in der Kasse fehlt, dann muss der Rentner von seiner durchschnittlich 800.000-900.000 Euro Rente irgendwann einen höheren Beitrag zahlen, damit die Renten im Öffentlich-Rechtlichen nicht gekürzt werden müssen. Die Menschen, die in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben, die haben auch einen Anspruch gegen die Gesellschaft, der ist noch nicht durchzusetzen. Deswegen sinkt das Rentenniveau bei uns. Und ich finde es tatsächlich ein Skandal, dass hier wir uns als Allgemeinheit darauf einstellen müssen, dass das Rentenniveau für den Allgemeinen immer weiter sinkt, weil es nicht zu halten ist und die Rentenbeiträge noch weiter steigen. Und wir im Öffentlich-Rechtlichen ein unvergleichlich viel höheren Rentenniveau haben. Wie hoch ist das durchschnittliche Rentenniveau?
Fairerweise müsste man dazu sagen, wir kennen die Diskussion auch aus der Politik, auch da sind die Pensionen sehr viel höher als das, was im durchschnittlichen... Unbedingt. Wollte ich nur dazu sagen, fairerweise, Herr Gottschalk und ich sind freie Mitarbeiter, das heißt also, wir sind, wenn der Vertrag zu Ende ist, sitzen wir mehr oder weniger auf der Straße, dürfen uns darum bemühen, was wir danach machen und natürlich dann auch frei absichern. Aber die Diskussion über die Höhe der Gagen ist so alt tatsächlich wie... So alt wie ich. Also. Ganz so alt nicht, aber... Noch älter. Aber da redet man... Das ist ja leicht zu vermitteln, wenn man für Herrn Kofler arbeitet in der freien Wirtschaft. Da verdient man dann eine Menge Geld, wenn man sowieso bei Sat.1 und RTL... Aber nur die Besten. Ja? Nur wenn das Unternehmen es bezahlen kann. Und wenn du das Risiko mitnimmst, dass du eben auch scheitern kannst. Ja? Viele scheitern ja. Ich hatte noch gar keine Frage gestellt. Sie nehmen nur die Erfolgsfälle auf. Deswegen wollte ich ja... Es wird viel mehr gescheitert. Herr Kofler, Sie haben ja... Die Frage wäre nämlich gewesen, ist das denn in Ordnung, dieselbe Gage wie die freie Wirtschaft es mit vollem Risiko bezahlt, dann auch dann zu verdienen, wenn tatsächlich der Gebührenzahler dafür zahlt? Da habe ich kein schlechtes Gewissen, weil ich mein Leben lang das, was ich gekostet habe, durch Werbung wieder eingespielt habe. Und ich bin im großen Teil meines Fernsehlebens über die Werbung gezahlt worden und nicht mit Gebührengeldern. Und die hätte also im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eben nichts zu suchen. Ich darf zu meiner Ehrenrettung nur sagen, dass ich am Ende meiner Laufbahn dabei bin, zurückzugeben. Ich mache beim Bayerischen Rundfunk Radio und zahle dabei schwer drauf. Also mein Honorar ist nicht einmal gut genug, um meine Hotelrechnung damit zu bezahlen. Da musst du aber noch lange senden, bis du das aufsetzt. Das habe ich auch vor, wenn man nicht. Ja. Ich will, dass ihr das wieder einspielt, was ich euch gekostet habe. Ja. Also, aber die Frage ist ja tatsächlich dann da. Es gibt Bestandsverträge, es gibt Dinge, die man nicht so schnell ändern kann. Es ist immer die Frage, die von außen gestellt wird, wie hoch ist der Anteil dessen, den ihr tatsächlich für das Programm aufwendet und wie hoch ist der Anteil dessen, den ihr aufwenden müsst für Verträge, die ihr vor 10, 20 Jahren abgeschlossen habt? Das ist genau dasselbe wie bei einer Behörde. Alles dient dem Programm mittelbar. Wenn man jetzt jemand hat, der Hausmeister, der sich hier darum kümmert, dass es hier im Studio nicht durchregnet. Dann ist das ist doch auch Programm. Sonst regnet es hier durch und wir können hier nicht senden aus dem Studio. Also insofern ist alles, was wir machen, wir machen ja keine Nebengeschäfte oder wir haben keine. Es gibt immer diese Zerrbilder, so wie, ja, da sitzen Leute rum, entweder sie tun gar nichts und verzehren dicke Pensionen oder warten, bis die Pension kommt. Oder sie haben eine dicke Verwaltung, die haben nichts mit Programm zu tun. Die Verwaltung sorgt zum Beispiel dafür, dass du den Scheck bekommst, wenn die Sendung abgedreht ist, dass die Kalkulationen überprüft werden, dass die Stimme... Ja, nee, ohne Quatsch. Die Verwaltung, auch in einem Ministerium, die hat ja einen Zweck. Es kommt immer auf die Dosierung an, ne? Wie groß die ist, die Verwaltung. Wenn Sie die Leute fragen, ist immer Verwaltung zu groß. Ja. Das ist ein Klischee. Und genau sagen die, ja, die Verwaltung ist zu groß. Ja, Entschuldigung, klar, aber ich baue ja gerade 500 Stellen ab beim WDR. Nicht ich, sondern wir machen es gemeinsam. Weil man festgestellt hat, das ist zu groß geworden. Nein, weil ich festgestellt habe, dass wir keine Wahl hatten. Wir mussten Geld sparen, weil wir sonst vor die Wand gefahren werden. Wir hatten das Geld nicht mehr. Und die Alternative war entweder, ich kürze Programm und dann machen wir so und so viele Tatorte weniger oder wir schließen Büros mit Journalisten. Das wollten wir nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir in allen Bereichen des WDR uns verkleinern. Und selbst wenn es peinvoll ist. Und wisst ihr, wo am meisten Personal abgebaut wird beim WDR zurzeit? In der Verwaltung. Am meisten proportional in der Verwaltung und dann bei der Produktion auch, und Technik. Es ist auch was passiert, ganz kurz, weil ich natürlich wirklich, ich habe ja diese ganzen Dinge erlebt. Heute merkst du, dass sowohl im Öffentlich-Rechtlichen als auch sonst im Fernsehbetrieb, da ist Druck. Das, was ich vor 20 Jahren erlebt habe, das war eine Entspanntheit. Ich habe für den Süddeutschen Rundfunk eine Sendung mit Queen gemacht. Da kam Freddie Mercury ein bisschen zu spät. Da hat der Mann vom Ton gesagt, man soll gar nicht hingehen, man soll Vogelhäusle bauen, man soll daheim bleiben. Also das war die Einstellung früher, wo man gesagt hat, wir sind die Öffentlich-Rechtlichen, heute geht allen die Pumpe und das ist gut so. So, es gibt aber natürlich auch Zuschauer, die sich Gedanken machen, einmal eben über das, was die Gehälter angeht, das haben wir gehört, aber sie machen sich Gedanken darüber, ob man überhaupt so viel von dem braucht, worauf eigentlich das Öffentlich-Rechtliche ja so stolz ist, nämlich die Vielfalt der Sender. Für manchen Zuschauer könnte es offensichtlich auch ein bisschen weniger sein. Ich bin der Mariano Heger und komme aus Leipzig. Wozu benötigen Sie in der heutigen Medienwelt so viele Programme?
Das fängt an bei dem ersten Tagesschau 24, Phoenix, ARD One, MDR Sachsen, MDR Thüringen, MDR Sachsen-Anhalt, WDR, Hessen Fernsehen, Südwestfunk Fernsehen, Norddeutscher Rundfunk Fernsehen, Arte HD, ZDF, ZDF Neo, ZDF Info, Dreisat, Kika und ja, Saarland Fernsehen. Und natürlich jede Menge Hörfunkprogramme. Als alleiniger Monopolist in Deutschland war es ja auch möglich, pro Bundesland mit 3 Fernsehsender einen Rundfunkauftrag zu erfüllen. Warum geht das heute nicht? Mein Name ist René Lorbeer, ich bin 29 Jahre alt und wohne in Berlin. Aktuell soll ich im Monat 17,50 Euro Rundfunkbeitrag bezahlen, was ich übrigens nicht tue, um damit über 60 Rundfunk- und über 20 TV-Stationen zu finanzieren. Ehrlich gesagt, finden Sie das nicht etwas zu übertrieben, um Ihren Grundinformationsauftrag zu erfüllen? Mein Name ist Elmar Otto. Meine Frage geht an Tom Buro. Und die Frage nach der Sinnhaftigkeit von 9 Rundfunkanstalten. Das waren jetzt viele Zahlen. 20 TV-Sender, 60 Radiostationen, zuletzt 9 Rundfunkanstalten. Muss das sein? Es muss überhaupt nichts sein, wenn man es so will. Klar, man kann, aber jetzt hören wir mal, was wir alles dafür bieten. Ja? Mhm. Wir bieten nur beim WDR, wir bieten One. Das ist ein Kanal, der bundesweit ausgestrahlt wird und der wahrscheinlich mit Sicherheit von einem jungen Mann in Berlin geguckt wird. Ach, mit dem dürfen Sie jetzt wirklich nicht sprotzen. Nummer 2. Herr Buro hat das Wort. Herr Buro hat das Wort. Kostet eine einstellige Million. Es hat ganz, ganz billig produziert. Mhm. So, Nummer 2. Wir haben Kulturradios. Sie hören sonst, wenn Sie ein Klassikradio im Privatfunk hören, dann hören Sie vielleicht mal nur Best-of-Klassik. Bei uns hören Sie alle Sätze von der Brahms-Symphonie, von allem. Gut, wir geben Kompositionsaufträge. Wir machen Regionalfunk. Das heißt also, Sie sehen das, ob Sie in Leipzig wohnen, ob Sie in Sachsen-Anhalt wohnen, in Magdeburg, egal wo. Sie können Ihre regionalen Informationen haben. Bieten wir alles für alle? Nein. Aber wir bieten jedem etwas Wertvolles, mindestens jeden Tag. Und wenn Sie in Sachsen-Anhalt wohnen oder wenn Sie in Sachsen wohnen, dann wollen Sie natürlich Ihr Regionalprogramm sehen. Und wir im Nordrhein-Westfalen hier, wir möchten natürlich unser Regionalprogramm sehen. Und das bieten wir. Wir bieten die ganze regionale Vielfalt. Und deshalb kriegen Sie keinen Einheitsbrei von uns, sondern Sie kriegen die Vielfalt. So, Herr Kofler, versuchen Sie doch mal zusammenzurechnen, wenn Sie die Vielfalt verkaufen auf dem freien Markt. Kann man ja in der Tat beim Internet. Also wir können bei die Musik kaufen wir uns bei iTunes, die Serie bei Netflix, den Sport bei Sky. Dann vielleicht noch mal ein bisschen Regionales, dass man dann bei der regionalen Zeitung kommt. Glauben Sie, Sie werden, oder im regionalen Internetprogramm, glauben Sie, Sie kämen mit 17,50 Euro im Monat hin? Das sind 60 Cent am Tag in etwa. Das ist eine sehr suggestive Frage. Ich muss jetzt mal hier nach der Werbeeinblendung vom Herrn Buro. Aber die Frage kriege ich dann nachher noch beantwortet. Ja, aber selbstverständlich kriege ich das beantwortet. Also, der Zuschauer. Das ist ja logisch. Ja, dann, er vertritt ja die Interessen eines Systems und das ist auch in Ordnung so. Aber ich würde gerne hier die Systemfrage stellen. Nochmal, bitteschön. Ja? Und jetzt genauso lange, wie Sie geredet haben. Ja? Also, wir sind hier nicht. Als ich mit ProSieben auf Sendung ging, ja? Das war 1989. Ich habe ProSieben deswegen so genannt, weil ich mit der 7 auf die Taste 7 der Fernbedienung wollte. Ja? Und damals gab es eben ARD auf 1, ZDF auf 2 und die dritten Programme. Ja? Und das Publikum wurde an Werktagen auf 4 um RTL, 12, auf 5 Sat 1 und nix, so weiter. Nein, ja, ja, genau. Ja, so. Und das Publikum wurde um 11:30 an Werktagen und um so um 12:30 am Wochenende unter Abspielen der Nationalhymne ins Bett geschickt. Ja? Das war das öffentlich-rechtliche Programmangebot damals. Ja? Und dann kamen die Privaten und da haben sie gesagt, wir haben euch schneller und schlanker gemacht. Konkurrenz ist gut. Prima. Schau. Und dann habe ich gedacht, aha, die sind ja die ehemaligen Monopolisten und wenn jetzt Wettbewerb kommt, dann werden die ja eigentlich normalerweise nicht größer, die Monopolisten, sondern eher kleiner, müssen sich neu aufstellen. Und was ist denn dann passiert? Sie haben einen Sender nach dem anderen aufgemacht und so sind wir auf diese 22 Sender gekommen. Ja? 20. Was weltweit einmalig ist, die BBC macht einen wunderbaren öffentlich-rechtlichen Programmauftrag mit 4 oder 5 Sendern, ja? Wenn man das Babyprogramm für Kinder unter 6 Jahren noch dazu zählt. Ja? Sonst sind es ja nur 3. Ja? Also? Und das Zweite ist, sie haben in dieser Zeit ihre Ausgaben fast verdoppelt. Damals war der
Gebühren beiträgt, die Zwangsgebühr, übrigens, das ist kein Kampfbegriff, das ist Sachverhaltsaufklärung. Ja. Ja, so. Und der Rundfunkbeitrag war damals 16,60 D, weiß ich noch genau. Und jetzt ist er 17,50 €. Also sie sind nicht kleiner geworden, sie sind viel größer und viel teurer geworden. Und der dritte Punkt, das haben wir schon am Anfang gesprochen, ist der Sündenfall, dass sie Werbung machen zwischen 18 und 20 Uhr und sie entziehen damit dem privaten Medienmarkt 300 Millionen €. Das ist eine Sache. So. Aber ihr ganzes Denken wurde kommerzialisiert, das ist mir wichtig. Ja? Die Öffentlich-Rechtlichen messen ihren Erfolg in Quoten und sie konkurrieren mit diesem Quotendenken gegen die Privaten. Und das ist eine totale fremde Wettbewerbsansatz. Sie müssen sich konzentrieren auf den öffentlich-rechtlichen Programmauftrag. So. Und den kann man mit 3 bis 5 Programmen machen. Kann man oder nicht? Das ist jetzt wirklich eine Frage. Nein, ich habe die Antwort auf meine Frage zwar nicht gehört, aber könnte man diesen öffentlich-rechtlichen Grundversorgungsauftrag auch einfach mit 3 Programmen machen? Ja oder nein? Es gibt keinen Kernauftrag. Es gibt sie schon. Es gibt sie schon. Einen Arte. Ja. Es gibt Arte, es gibt Dreisat, ja. Es gibt Phoenix, es gibt ZDF Info. Das sind für mich öffentlich-rechtliche Programme. Und wenn Sie die 4 machen, dann ist das ein wunderbarer öffentlich-rechtlicher Grundversorgung. Da können Sie die Tagesthemen reinpacken, die Tagesschau. Und das alles lässt sich mit 1,5 Milliarden € oder 1 Milliarde. Eine Replik dazu und dann gehen wir mal in die Qualität des Programms. Muss sein. Ja. Eine Replik und dann die Qualität. Also, und was Sie hier auch zuschauen, was Sie hier erleben, ist Folgendes. Jeder schustert sich das, was wir angeblich noch dürfen oder machen sollen und wie unser Auftrag zu sein hat oder angeblich ist, nach seiner Fasson. Frau von Storch macht es aus politischen Gründen. Sie haben ja gesagt, das ist eine politische Sache. Sie wollen uns kleiner haben, Sie wollen uns etwas schwächer haben. Sie wollen, dass Ihren Profit machen und wir sollen uns raushalten aus allem, wo Sie wittern, dass Sie Profit machen können und sagen einfach, ihr macht das, was übrig bleibt. Sie tun das, so, was als ob Profit irgendetwas Nein, das habe ich ja vorher gesagt. Nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes. Aber Sie sagen, das ist euer Auftrag. Das stimmt nicht. Wir haben einen breiteren Auftrag. Kultur, Bildung, Wissenschaft. Genau. Alles das haben Sie in diesen 3, 4 Programmen alle nicht drin. Und ich sage, nein, das haben Sie da nicht drin. Sie sagen, macht das, wo ihr in der Nische seid und alles, was irgendwie für uns profitverdächtig ist, das machen wir. Und wenn es morgen Wissenschaft ist, dann macht er auch Wissenschaft nicht mehr. Ja, wo man es privat und wenn es Bildung kann. Ist. Das ist das, so, aber es kommt doch nicht. Gucken Sie doch nach Italien, gucken Sie doch nach Osteuropa, gucken Sie nach Amerika. Ich liebe Amerika. Ich bin nur wirklich nicht im Verdacht, Amerika schlecht zu reden. Mhm. Wollen Sie amerikanische Verhältnisse? Gucken Sie sich das mal an. Gucken Sie, wo das Land hingebracht hat. Da ist ein Zeitungssterben. Zwischen den Küsten gibt es so gut wie keine Zeitung mehr, außer in Chicago. Ja. Es gibt keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, von dem man wirklich sagen kann, dass er einen Einfluss hat oder dass er irgendwie eine Breitenwirkung hat. Aber es gibt 5 Nachrichten. Sender. Was ist daraus geworden? So, was ist daraus geworden? 5, 6, 7 Und was machen die privaten aber Nachrichtensender? Die senden Dokumentationen, die sie eingekauft haben in Amerika zum Teil. Gut, also ich finde euch gut, ich finde die privaten gut und ihr sollt euren Profit machen und ihr habt uns dynamischer gemacht, Konkurrenz belebt das Geschäft, ihr habt uns in den Hintern getreten, das war gut so. Aber jetzt erkennen Sie bitte auch mal an, was wir für... So, ich präzisiere den Punkt einmal. Tom Boro muss heute sehr tapfer sein, denn es gibt tatsächlich auch dazu natürlich Zuschauer, die gesagt haben, das geht jetzt so ein bisschen in die Richtung, die Thomas Gottschalk hier die ganze Zeit versucht anzubringen. Warum macht ihr denn Sachen, die eigentlich man machen muss oder sollte, nur dann, wenn man an Quote interessiert ist? Da gab es eben auch Stimmen aus unserem Publikum. Hier sind 3, glaube ich. Mein Name ist Hans-Joachim Röttger. Und grundsätzlich sehe ich Gebühren unkritisch. Meine Kritik wäre höchstens hinsichtlich der Verwendung dieser Gebühren. Für meinen Geschmack gibt es viel zu viele Daily Soaps und seichte Serien im Programm. Und es wird entschieden zu viel Geld für Sport, insbesondere für Fußball, ausgegeben. Der Deutsche Rundfunk wirbt für Vielfalt. Wir sehen aber häufig Fußball, Fußball, Fußball in den Programmen. Eduard Kepler fragt: Stimmt es, dass 1 Minute Tatort gut 15.000 €, 1 Minute Donnerstagskrimi gut 18.000 € kostet? Ist das Grundversorgung? Ist das angemessen? Wäre das nicht besser in einem Abo aufgehoben? Walter Hedemann kritisiert die Samstagabendgestaltung mit Krimis und Quizsendungen. Er fragt sich, liegt hier Ratlosigkeit vor? Wie sollen wir bloß jetzt wieder den Samstagabend totschlagen? Oder woher sonst stammt diese geistige Ödnis?
Gerion Kraus ärgert sich über parallel gesendete Musikshows am Sonntagmorgen, für die sich jeder halbwegs gebildete Mensch nur noch schämen kann. Warum ordnet man gerade bei Ihnen alles der Quote unter, wo doch der Quotendruck eben nicht vorhanden sein sollte, wie beim Privatfernsehen? Um einfach mal diesem Sofa eine Pause zu geben, Pina Atalay, wie oft passiert es dir, dass du einschaltest und denkst, okay, nicht schon wieder ein Krimi oder nicht schon wieder Sport? Oder konsumierst du alles gleich gerne und sagst, es muss jetzt auch sein? Also natürlich habe ich auch Sendungen, die ich lieber schaue und die ich weniger gerne schaue. Als Nachrichtenmensch liegt das irgendwie ein bisschen in der Natur, dass ich unsere Politmagazine gerne gucke, dass ich natürlich auch, wenn ich nicht sende, unsere Nachrichten schaue. Natürlich gibt es manchmal Sendungen, die mich nicht ansprechen, aber das ist ja das Schöne am Öffentlich-Rechtlichen, dass es eben jetzt nicht darum geht zu sagen, das läuft total super, wir machen jetzt nur das. Es gibt eben eine Vielfalt und es gibt zum Beispiel meine Eltern, die dann sagen, ich finde die Quizshow abends super, das ist für mich eine schöne Unterhaltung, gucke ich mir 3 Stunden an, muss ich mir vielleicht nicht unbedingt angucken. Es ist völlig... Also frei, jeder kann schauen, was er möchte, aber wir bieten eben verschiedene Sachen an. Die ketzerische Frage, Thomas Gottschalk, ist doch die, Dschungelcamp läuft im Privatfernsehen und ist eine erfolgreiche Unterhaltungssendung. Hirschhausens Quiz läuft im Öffentlich-Rechtlichen und ist eine erfolgreiche Unterhaltungssendung. Wenn man jetzt sagt, der Öffentlich-Rechtliche hat einen Auftrag, ich mache jetzt einfach mal die Seite, nämlich nicht nur zu unterhalten, sondern es möglichst intelligent zu tun. Was spricht denn dagegen, wenn das auch noch erfolgreich ist? Wenn es auch noch erfolgreich ist, ist es in Ordnung. Es gibt Dinge, die sich erledigen. Es gibt Formate, die heute nicht mehr funktionieren. Ich bin ein Opfer dieser Veränderung, dass der Samstagabend, wie ich ihn 20 Jahre präsentiert habe, würde heute so nicht mehr funktionieren, weil es einfach dieses Sofa nicht mehr gibt, das nun jeder in Deutschland zwischen 15 und 55 auf Anblick erkennt. Die Attraktivität von Wetten gibt es in dieser Form nicht mehr, seitdem wir bei YouTube ganz andere Geschichten erleben. Und diese Entwicklung, die muss man ja im Grunde nicht beklagen. Aber also was heißt das, dass die ja gar keine Shows mehr machen, sondern keine Unterhaltung? Es kommt drauf an. Es gibt klassische öffentlich-rechtliche Figuren wie Ranga Yogeshwar beispielsweise. Ein großartiger, sagen wir mal, Mensch, der Bildungsfernsehen unterhaltsam machen kann. Mhm. Ich habe jetzt ein Angebot von Vox ausgerechnet, der Vertretungslehre, wo man sagt, da geht der Klitschko in eine Klasse rein und macht mal Unterricht. Das ist ein pädagogisches Thema, was ich bei der ARD gut aufgehoben sähe. Es gibt Sendungen, die ich woanders sehe, wo ich sage, warum nicht in der ARD? Und es gibt Sendungen, die ich sage, warum macht das die ARD bzw. das ZDF? Also da gibt es in der Tat, glaube ich, einen Klärungsbedarf. Was wollen wir? Und die drei Begriffe, die du immer genannt hast, was Bildung, Kultur und Wissenschaft. Information. Ja, genau. Ja. Information wäre also, Das ist im Grunde etwas, was natürlich wie Volkshochschule sich anhört. Und das ist ja auch die Angst der ARD oder des ZDF, der Bedeutungsverlust. Wenn wir unserem Bildungsauftrag nachkommen, sind wir noch ärmer dran, als wir ohnehin schon sind. Und das Zweite ist, und das ist doch ein großes Problem, ist, dass wir den Nachwuchs verlieren. Du hast in deiner Anfangsrede gesagt, und da habe ich mich getroffen gefühlt, wir müssen auch für Senioren da sein. Ich gehöre dieser Gruppe leider langsam an. Nichtsdestotrotz höre ich dauernd, ja, Zielgruppe, Zielgruppe, Zielgruppe. Die Menschen, die euch gucken, die dankbar sind, die sich mit der Fernbedienung nur halbwegs auskennen, die werden ja im Grunde schon aussortiert und den Kids, die ihr nicht mehr kriegt, den laufen wir geradezu krampfhaft nach mit Formaten, die wir dann auf ZDF Neo oder wo auch immer verstecken und sagen, ja, da sind wir neu. Nichtsdestotrotz, die Quote macht man dann wieder mit Barnaby oder weiß der Teufel. Also hier ist schon einiges verrutscht, befürchte ich. Und wenn wir da neu sortieren, wäre das doch jetzt, diese Diskussion, auch ein Anlass für euch. Und ich sage, wir sind einer gewissen, sozusagen, wir können sogar arroganter sein, indem wir sagen, wir sind die Öffentlich-Rechtlichen. Wir haben diesen Auftrag, aber messt uns bitte nicht mit den gleichen Quoten wie das Dschungelcamp. Das ist nicht zu schaffen. Und diesen Spagat, wie wir den, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, aber ich würde mir wünschen, dieses Selbstbewusstsein, das öffentlich-rechtliche Selbstbewusstsein ist nicht mehr vorhanden. Es ist eine Ängstlichkeit vorhanden, im Grunde zu sagen, was die können, können wir auch. Und heute haben wir sie geschlagen. Unsere Schmonzette lief besser als deren Schmonzette. Warum? Unsere Reality-Sendung lief besser als deren Reality-Sendung. Warum der Quote nachjagen, wenn das die Privaten machen? Ja, auch. Wir jagen nicht der Quote komplett nach. Aber Thomas hat recht. Wir müssen über das Programm reden.
Denn nur mit dem, wie wird das Geld verwendet und, oh, und kriegt der zu viel, kriegt der Moderator zu viel und irgendwie was Pensionsansprüche, damit kriegt man auch keine Begeisterung hin und keinen Rückhalt, sondern das Programm muss stimmen. Und da, wenn man ganz ehrlich ist, bin ich jetzt mal, tasten wir ja alle. Ja? Wir haben ja, wir haben sozusagen, wir sind in der Zange, weil wir eine digitale Revolution haben, die unsere Branche komplett auf den Kopf stellt. Die jungen das Leute Automobil gucken. Ist erfunden. Das Automobil ist, ja, exakt so ist es. Und das Postkutsche muss umsatteln. Sie haben, recht. Ja. So, das heißt, jemand klappt den Laptop auf, die gucken nicht mehr, alle um Gong kommt und 8 Uhr, dann kommt so, die Tagesschau funktioniert noch, der Tatort funktioniert, Live-Sport funktioniert. Ja, ich hoffe, Maischberger funktioniert auch. Wir müssen, also müssen wir gucken. Ich kann nur sagen, die Programme, wenn ich jetzt mal zum Beispiel den Hörfunk angucke, im WDR und ich glaube anderswo auch, wo wir am meisten Geld für ausgeben, sind die, eher, wo wir wissen, dass da weniger Leute zugucken als bei den Tagesbegleitprogrammen. Und das Gleiche stimmt auch bei einigen anderen Sachen. Unterhaltung ist übrigens auch Teil des Auftrags, habe ich eben nicht aufgezählt. Ich sage, Teil unseres Auftrags. Aber zu einem Zeitpunkt, wo es keine andere Unterhaltung gab, wir haben doch jetzt wirklich keinen Mangel an freier Unterhaltung, die überall abrufbar ist. Zu sagen, wir brauchen jetzt eine Zwangsgebühr. Frau Maischberger hat gerade Hirschhausen genannt. Ja. Da lernen Sie doch was. Quarks und Co., Ranga Yogeshwar, da lernen Sie doch was. Selbst eine Quiz-Sendung mit Kai Pflaume und mit, da lernen Sie doch was mit Jörg Pilawa. Da lernen, das also ist... Zu sagen, das brauchen wir jetzt, weil es sonst nicht geht. Nein, Sie lernen, jetzt sind das ist das perfekt. Ist das perfekt? Nein. Aber ich sage mal, wir leben nicht davon, dass wir unsere Zuschauer verachten und dass wir denen etwas vorsetzen, wo nur Leute runtergemacht werden und wo ein Menschenbild transportiert wird, wo ich manchmal meine Probleme mit habe, bei allem Respekt. Aber insofern, Unterhaltung, gut gemachte, die muss dann wirklich auch ein Massenpublikum erreichen. Und andere, wir haben zum Beispiel im WDR einige, die das Lachen der anderen, da geht ein Comedy-Paar, geht in eine Behindertenwerkstatt. Und dieser Grad, also das ist eine feine, kleine Unterhaltung. Und der Fußball muss sein. Wenn Sie die Leute fragen, dann sagen die Leute nicht weniger Fußball, wenn sie repräsentative Umfragen machen, dann sagen die Leute eher, ich will mehr Fußball. Aber es stimmt, wir senden viel Fußball. Unsere Sportrechte, das kann ich nun auch sagen, weil ich das ja alles kenne, die Zahlen, sind seit Jahren gedeckelt. Das bedeutet, wir geben nicht mehr aus. Und vieles machen wir ja schon nicht mehr. Die Quali-Spiele sind weg. Die Champions League ist beim ZDF nicht mehr. Das heißt, wir bieten nicht ins Uferlose mit. Wir lassen es dann auch sein und senden weniger Fußball. Herr Kofler, ich komme jetzt noch mal auf meine Frage zurück, die Sie nicht beantwortet haben. Nämlich, wie teuer wäre das, wenn man das alles frei kauft? Ich kann auch eine Antwort geben, die Roger Schawinski heute gegeben hat. Das ist ein Medienmanager, der war in Deutschland unterwegs und in der Schweiz. Der war bei Sat.1 und ist jetzt wieder in der Schweiz und macht jetzt auch das andere Fernsehen, nämlich das Öffentlich-Rechtliche. Und der sagt, die Leute zahlen doch nur für zwei Sachen wirklich gern. Für Fußball und für Pornos. Ist das eine Erfahrung, die Sie auch gemacht haben? Naja, ich habe nun jahrelang Premiere-Abos verkauft. Ja. Für Fußball zahlen Sie? Jawohl. Deswegen habe ich mich so geärgert, dass Sie mich überbieten bei den Fußballrechten. Das ist ja nicht die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ja. Für Filme zahlen Sie auch. Netflix ist ja das beste Beispiel. Ja. Sie zahlen durchaus auch, glaube ich, für ein Nachrichtenangebot. Ja. Ja. Für Pornos zahlen Sie auch. Sie sehen doch, wissen Sie, die Leute sind doch aber die Leute bleiben doch gleich, egal ob es das Internet gibt oder ob wir noch im Zeitungszeitalter sind. Ja, es gibt den Kiosk der gedruckten Medien und da sieht man vom Pornoheftchen über die Freizeitrevue bis zur FAZ ja auch alles. Und genauso haben sie dieselben Bedürfnisse im audiovisuellen Kiosk. Ja? So. Und jetzt gibt es nur den Unterschied, dass dort alles im marktwirtschaftlichen Wettbewerb hergestellt wird und nur beim Fernsehen und beim Radio muss es anders sein. Ja? Und, aber das haben wir jetzt schon gehört, das Argument. Ja, mit Verlaub muss ich jetzt nur deshalb unterbrechen, weil wir langsam dahin kommen, meine Antwort lautet für die 17,50 €. Ja? Genau. Da nehme ich mir das zusammen, was ich brauche. Das, vielleicht zahle ich auch an einem Monat 30 € gut. Und dann an einem anderen Monat 5 €. Ja? Aber wenn ich Fernsehen... Es ist ja aber es ist ja frei. Die Frage ist ja total falsch gestellt. Entschuldigung, wenn ich das sage. Danke. Es ist ja, ich bin bereit, mehr zu zahlen, wenn ich es freiwillig machen darf. Und ich möchte nicht einen staatlichen Eingriff in meine individuelle Eigentumsrechte haben. Habe ich verstanden. Frau von Storch, wäre das denn besser,
wenn in Zukunft nur noch die besser Verdienenden sich beispielsweise ein Endspiel im Fußball leisten können? Also ich meine, das ist ja jetzt wirklich zynisch, weil 17,50 Euro ist jetzt eine Haushaltsabgabe, die zahlt jetzt jeder Rentner, der 700 oder 800 Euro hat, der muss 17,50 Euro zahlen. Das war nicht zynisch gemeint, das ist nur quasi im Vergleich zu dem, was man geschützt werden müssen, wird das auch erhöht, wenn der Finanzbedarf dafür ist. Es ist aber zynisch. Nein, es ist nicht zynisch gemeint, deshalb, weil wenn ich bei Sky jetzt versuche, Fußball zu gucken, zahle ich ab jetzt im Schnupperangebot irgendwas zwischen 20, 30 und dann 50 Euro. Deswegen frage ich also das. Also im Moment zahlt jeder 17,50 Euro, auch wenn er gar nichts konsumiert, und auch wenn er sich es eigentlich nicht leisten kann, das können Sie sich vielleicht schwierig vorstellen. Aber es gibt Menschen, denen am Ende des Monats, am Ende des Geldes ist noch viel Monat, da sind 17,50 Euro sehr viel. Ich stelle die Frage so, dass Sie nicht zynisch finden. Finden Sie es denn gut, wenn dann in Zukunft tatsächlich für den Fußball da noch extra gezahlt wird? Ich finde es gut, wenn die Menschen frei entscheiden können. Okay. Und wenn wir und das Problem, das jetzt schon nicht bezahlt werden kann zum Teil, das haben wir jetzt schon in der Fläche. Okay. Frau von Storch, ich glaube Ihnen nicht. Es tut mir leid, ich glaube Ihnen, ich nehme Ihnen das nicht ab, dass es Ihnen nur darum geht, dass das ein gerechtes, freiwilliges System, was nicht funktionieren würde, gäbe. Ich glaube, Sie wollen uns nicht. Wir stören Sie, Sie möchten uns schwach, klein oder ganz weg. Grundsatzdebatte können wir nicht mehr führen. Thomas Gottschalk, eine Schlussfrage muss ich leider schon stellen, weil wir am Ende sind mit der Bitte um eine kurze Antwort. In 10 Jahren von heute sitzen wir da noch hier und reden über ARD und ZDF? Ich hoffe, wir reden über das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das ganz anders aussehen sollte. Für mich ganz knapp, es gibt ein flächendeckendes ZDF und es gibt eine regionale ARD, die von ihm so oft zitierte regionale Fläche bedient. Und es gibt ein bayerisches und ein RBB, machen die alles wunderbar, und ein MDR. Und dann sollen sie sich am Sonntag zusammentun und einen schönen Tatort machen. Aber dass beide sich am Sonntagvormittag, wie das der junge Mann zu Recht moniert hat, mit irgendwelchen Fernsehgärten oder anderen Ausflugssendungen dort im Grunde um die Quote kämpfen, muss nicht sein. Habe ich aus Bayern auch gehört. Die Politik will das. Kommt das? Ein ZDF bleibt und die ARD macht das Regionale? Da gab es ja immer mal wieder solche Überlegungen, wer uns an den Kragen wollte. Das gab Stoiber-Biedenkopf-Papier etc. Ich glaube nicht, dass das kommt. Und ich glaube auch, dass ein starkes erstes Fernsehprogramm, das erste mit Tatort, mit demnächst Babylon Berlin im Herbst, im ersten, dass das tolle Qualitätssachen sind mit Tagesschau, mit Tagesthemen, für die ich auch gerne gearbeitet habe. Und die Tagesthemen und das Nachtmagazin, das jetzt schon wartet darauf, dass wir Sie lassen. Vielen herzlichen Dank für eine sehr lebendige Debatte. Herzlichen Dank auch an Sie, unsere Zuschauer, und auch an die, die uns auf Facebook folgen, weil Sie haben sehr viel geschrieben und sehr viel eingesandt. Wir haben einen kleinen Ausschnitt gebracht. Vielen Dank für die Kritik und vielen Dank auch für das Lob, dass wir heute etwas weniger berücksichtigt haben. Und jetzt das Nachtmagazin. Schönen Gruß an die Kollegen. Schönen Abend. Mhm.